8579. Juhu. So, jetzt fehlen noch 10.000, also zwei Rennen muss ich bestimmt noch. Oh, die sieht interessant aus, die Strecke, aber... Probieren wir nochmal den Top-Speed-Lauf, auf jeden Fall mit der Viper. Oder? Ich probiere es mal mit der Viper jetzt. Okay, bei der Speed-Challenge geht es um die Kunst, bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle zu behalten. Um besser als deine Konkurrenten zu sein, musst du mit deinem Wagen ans Limit gehen. Aber hey, übertreibst du's, riskierst du einen Totalschaden. Und sowas kostet eine heftige Stange Geld. Den Wagen bei Highspeed zu kontrollieren, verlangt Feingefühl und knappe, präzise Lenkbefehle. Extreme Manöver kannst du dir abschminken. Bei super hohen Geschwindigkeiten bringt jede Unebenheit, jedes Loch und jede Fuge in der Straße den Wagen aus der Spur und du verlierst Traktion. Konzentrier dich deshalb immer auf das, was da vor dir liegt. Du kannst dich außerdem von dem Gegner im Windschatten mitziehen lassen, indem du dich direkt hinter seine Stoßstange klemmst. Im Windschatten muss... Gut. Eieiei, also das geht jetzt ordentlich ab. Und ja, wenn ich das so meine, dann wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Also es kann sogar sein, dass man mit dem Skyline besser gefahren wäre. Oder besser fahren könnte, ich weiß es nicht. Ich würde mal interessieren, ob der hier auch wieder gleich so untertourig drehen wird. Achso, ja stimmt, jetzt fahren die ja schon mal vor. Nee, hier nicht. Alter. Oh, war ja. Ach ja, stimmt, genau, ich weiß jetzt wieder. Man fährt quasi und wenn man da durchfährt, dann kriegt man quasi so viel, wie man drauf hat, kriegt man auch die Punktzahl. Der jetzt erste da. Wow, Hardcore. Also, man sieht schon, das geht ordentlich ab. Ich bin auch letzter. Stimmt, diese Speed Challenges mochte ich noch nie wirklich. Komm. Schön langsam lenken. Aber nicht schlecht. Boah. Oh. Das gibt 6000 Punkte. Escape. Nochmal. Das war schlecht. Das war unterirdisch. Moment mal gerade. So. Komm, fahr. Boah, die quälen mich ein, die Penner. Eins. In 1000 Metern. So, jetzt muss ich aber mal echt ein bisschen Gummi geben. Das ist voll schön hier. Hamburg. Schon der erste eiskalt Hamburg drauf. Wenn ich das nochmal fahren müsste, gucke ich da mal auf die Schilder. Alter, ich bin zu blöd dafür. Mann. Ich komme einfach nicht weiter so. Ich weiß nicht, wie ich so. Ich meine, im Endeffekt ist es egal, ich kriege jetzt dafür zwar kein Geld, aber... Punkt habe ich dadurch ja jetzt trotzdem gekriegt. Boah. Alter, 8. Platz, WTF. Na komm, da habe ich jetzt aber nicht nochmal Bock drauf.
Machen wir noch den anderen. Speed Challenge. Oh, weia. Ich probiere mal den Skyline. Ich muss mal jetzt was trinken. Komisch, ja stimmt. Jetzt haben alle weniger PS. Wenn ich eine Viper nehme, hat der Skyline mehr. Irgendwie auch unnötig und unlogisch, aber macht ja nichts. Alter, leck mich an. Boah, Alter, was ist denn jetzt kaputt gegangen? Penner. Gibt ja kein Gas. Alter, der Wagen geht voll ab. Boah. Alter. So muss das. Ja, bremst ein bisschen. Heißt ja nicht umsonst Brems-Challenge. Oh. Das sind deutsche Schilder, Straßenschilder. Steht auch Hamburg. Hamburg Zentrum und was weiß ich was alles drauf. Okay, diese Top-Speed-Scheiße gibt mir immer auf jeden Fall auf den Sack. Oh no. Los! Hauptsache EA. Wow. Alter, geht's denn noch gut? Alter, das ist so heil. Das ist so Hammer. Boah, heftig, wie die an einem vorbeibrauschen, ey. Jetzt pass auf. Aber jetzt kommst du gar nicht mehr klar, da, du Fritte da. Ah, erster oder zweiter, das ist mir jetzt relativ egal. Ja, die Kurven sind ja so gemacht, dass man da mit dieser Topspeed dann rumkommt. Das wird, also Speed wird hier auf dieser normalen Straße ist das auf keinen Fall schwer. Penner, ey. Und in der Wüste wird das erst schwer. Auch gar nicht noch mal anzukommen. Das Rennen ist jetzt gleich für dich zum Beispiel schon mal eh gelaufen. Nein. Alter, vergiss es. Boah, hinter mir hängt ein ganzer Batzen. Ach, jetzt nicht mehr. Jetzt bremsen die alle, die Noobs. Gewonnen. Das war doch mal ein ganz klarer Sieg für mich. So. Jetzt hätte ich das auch geschafft, glaube ich. Dominiert. Nochmal 7-5. Schön. Ja, man sieht es hier. Die Viper hat in dem Fall mehr Leistung. Aber komm. Nehmen wir die Viper. Hätten wir den auch. So. Ja, die haben nämlich jetzt auch alle Speed und so eine Scheiße. Mit Dreck auch mit drinne.
Meine ich zumindest. Obwohl der nicht. Okay. Das ist schön, dass wir das jetzt auch hinter uns gebracht haben. Sehr gut. Jetzt noch die Frage. Alter, was ist das da in der Mitte? So ein komisches Flackern des Gedöns. Brauchen wir den? Eigentlich ja nicht. Weil wir den haben. Der ist zwar von der Leistung noch stärker, aber vom. Der Stabilität ist ja besser. Ich verkaufe den. Hallo. Der ist für Speed. Oh, 44.000, die nehme ich doch gerne. So, anpassen. Direkt mal den schicken Motor reinknüppeln. Ah, oh, scheiße, geht noch nicht. Verdammt. Doch, geht wohl. Was laber ich denn da? Ja, die Frage, bringt das hier was, wenn ich da... Ich nehme mal den da. Stört mich nicht. Jawohl, direkt mitnehmen. Fahrwerk, das kostet bestimmt ordentlich Geld. Ah, das kann ich nicht kaufen. Ah, warte mal. Prüfstand. 764 PS. Hammer. Hammer. Den kriegen wir auf jeden Fall noch höher. Gut. Blaupause aktualisieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Hexacore.